Hallo ihr Lieben, hinter den Kulissen von Frau H. passieren einige seltsame Dinge. Tatsächlich nicht ein Mittelaltergewand aus dem 14. Jahrhundert und zwar originalgetreu. Gestartet bin ich mit dem Kopftuch, also der typischen Kopfbedeckung. Das alles habe ich zugeschnitten, mit der Hand gewaschen, mit der Hand genäht, Blut gelassen. Ja, leider der erste Blutfleck auf dem Projekt. Dann habe ich es wieder gewaschen, in der Luft getrocknet in der Sonne und es sieht doch wunderbar aus. Ja, und so sehe ich aus, wenn ich keine Augenbrauen drauf habe. Ich wollte mal gucken, ob es passt. Ganz witzig geworden, oder? Was genau ein Kittel ist, werde ich euch noch erklären. Erstmal habe ich das Unterkleid genäht, nachdem das Kopftuch fertig war. Hier seht ihr, mit der Hand genäht, das musste ich ganz schön üben, bin ich nicht gewohnt gewesen. Es sind einige Strecken. Ja, und so ist er dann. Ne? Der Daumen tut weh, das Handgelenk tut weh. Musst du halt ein bisschen stabilisieren. Yeah, der erste Ärmel ist fertig. Ich war ganz aus dem Häuschen, musste ich gerade ein Foto machen. Ja, und so sieht das Ding insgesamt aus. Insgesamt habe ich, glaube ich, 2 oder 3 Tage dran gearbeitet. Da musste ich es waschen, weil natürlich, wenn man mit der Hand ewig dran rumkrabbelt, sieht es ja auch nicht mehr so schön aus, nicht wahr? Aber hier in der ganzen Pracht, ich bin mega, mega stolz. Und jetzt seht ihr Tragefotos, guckt ihr an. Passt wie angegossen. Habe ich natürlich auf meine Maße angepasst. Klar, hau mich ja nicht in so einen Fummel, ne? Ja, im Mittelalter haben diese Frauen das unter ihrem Kittel, unter ihrem Kleid getragen und haben nachts auch damit geschlafen. Also ich weiß nicht, ob das alles so bequem und toll ist. Den genauen Zuschnitt und alles könnt ihr übrigens bei Instagram bei mir verfolgen. In den Highlights ist die komplette Story. Ich wurde gebeten, die Anleitung zu zeigen und das kommt jetzt. Yeah! Ihr Lieben, da bin ich. Wie nähe ich diesen Beutel? Ich habe euch das Intro gezeigt vor dieser Nähanleitung praktisch, damit ihr wisst, warum ich das überhaupt mache. Weil, warum zum Teufel näht Frau H. jetzt einen Lederbeutel? Und das war nur zur Info, denn einen Film über mein Mittelalterprojekt gibt es nochmal separat. Das ist also der Beutel. Der hat hier einen Aufhänger, weil die Frauen im Mittelalter haben diesen Beutel an ihren Hüftgürtel gehängt und so mit sich geführt. Um den ins neue Zeitalter zu transformieren, kann man hier Henkel dran nähen, ganz lang, dann könnt ihr den auch oben machen. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Wenn ich den aufmache und euch zeige, dann seht ihr auch, dass der ganz einfach genäht ist. Und hier habe ich wieder alles vertüttelt. Ja, schon klar, ne? Ach, Kinders, nee, nee, nee. So, machen wir es so. So, ihr seht, das ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Rechteck mit 2 Seiten. Dann kommen die Bänder da durch und dann wird das wieder zusammengezogen, wenn man es enttüdelt hat. So, und dann hast du halt diesen Beutel, der, wenn du den hier unten ein bisschen breit machst, auch hinstellen kannst. So, wir fangen an. Ich zeige euch, ich habe mir hier mal einen Punkt hingemacht, damit ich weiß, wo ihr mich in der Kamera seht, weil ich habe ja das Problem, ich filme mit dem iPad. Ich kann jetzt nicht sehen, was ihr seht. Damit ich eine Orientierung habe, habe ich hier einen Punkt. Ihr braucht ein Stück Leder. Das ist jetzt natürlich egal, ob ihr ein Kunstleder nehmt oder ein echtes Leder. Ich habe jetzt echtes Leder genommen, weil ich so authentisch wie möglich arbeiten möchte. Im Mittelalter gab es noch kein Kunstleder. Und darum muss ich in den sauren Apfel beißen. Echtes Leder zu verwenden, ist mir nicht ganz so schwer gefallen. Also ich muss nicht alles vegan haben. Also ich verlinke euch, wo ich das Leder bestellt habe, denn ich habe solche Lederreste, die schon ganz schön beachtliche Größe haben. Wie dieses hier zum Beispiel bei Amazon bestellt, weil ich will mir daraus auch Mittelalterschuhe nähen. Und ich habe 1 Kilogramm Leder in dieser Farbe, kann man natürlich wählen, in dieser Qualität, wobei das hier jetzt nicht so eine tolle Sache ist, alle anderen Stücke sind so wie das hier, weil das sind Abfallprodukte, mit denen ihr halt solche Teile noch machen könnt. Also ihr braucht dieses Leder,
Ihr braucht ein Zentimetermaß oder ihr arbeitet, ich sage immer gerne, freie Schnauze. Ihr braucht eine Schere, um das Leder zu schneiden. Ihr braucht einen Permanentmarker oder einen Bleistift oder was auch immer, um diesen Schnitt aufzuzeichnen. Was ihr unbedingt braucht, ist so ein Lochgerät, so eine Stanze. Ich habe die hier auch bei Amazon bestellt. Die war recht preisgünstig, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ist ein super Gerät für den Preis. Also da gibt es nichts zu beanstanden. Ihr braucht eine Ledernadel, weil wir nähen den Beutel tatsächlich mit der Hand. Auch das habe ich bei Amazon bestellt. Da sind noch etliche andere Nadeln bei, also ein ganzes Set, verlinke ich euch. Dabei war auch eine Lederahle, weil die brauchen wir, um im Leder die Löcher zum Nähen vorzustanzen. Und ihr braucht ein Garn, das ist ein Leinengarn, das gewachst ist. Also ihr seht, wenn ich das biege, das bleibt so. Und das schützt die Naht, also es ist ein bisschen strapazierfähiger und es ist für Leder super gut geeignet und voll prima. So, so meine Lieben, jetzt haben wir dieses Stück Leder und ich mache das natürlich auf links. Links ist dieser raue und rechts ist dieser feine Stoff. Und darauf könnt ihr jetzt, wenn ihr mögt, entweder euer Maßband ansetzen und die Fläche ausmessen. Ich mache es allerdings anders. Ich klappe mein Leder, weil ich jetzt, das hier ist ja recht groß, ihr seht, da brauche ich die doppelte Menge an Leder für. Und ich mache jetzt noch einen kleinen Beutel, also so, den ich mir auch an Gürtel hängen kann. Das kann mir ja selbst in der modernen Zeit, wenn du einen Gürtel trägst, machst du das Ding einfach an die Hüfte und hast deine Hände frei. Also ich finde das super, super schön. Natürlich auch toll als Tabakbeutel. Wer von euch selbst gedrehte Zigaretten raucht, weiß, wovon ich rede. Ich klappe mir das jetzt aufeinander, nehme mein Lineal. Ich habe jetzt so ein großes, weil ich ja mal Quilts genäht habe, habe ich das noch in meinem Bestand. Und jetzt lege ich das so an, dass ich hier unten einen rechten Winkel habe. Und darauf zeichne ich mir jetzt mit dem Edding eine Linie. So. Weil ich passe jetzt die Größe dieses Beutels den Gegebenheiten meines Leders an. Genauso mache ich es auf dieser Seite. Ich schau mal. Ja, diese Breite würde ich jetzt präferieren. Zeichne ich auch nochmal längs. Und dann lege ich das oben an, gucke wieder, dass ich die rechten Winkel habe und gehe hier oben mit einem Strich lang, der knappkantiger nicht sein könnte, aber es funktioniert. Und so seht ihr, habe ich die Grundform, das kann ich beiseite tun, das brauchen wir nicht mehr, meines Lederbeutels aufgezeichnet. Jetzt nehme ich eine relativ scharfe Schere und schneide mir das so aus. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, ein bisschen Druck ausüben, dass das Leder nicht zu sehr verrutscht. Wenn ihr habt, könnt ihr auch ein Skalpell nehmen oder was auch immer. Ich habe jetzt diese dumme Schere, egal, dauert ein bisschen. Aber wir machen das hier in Realzeit, damit ihr ungefähr auch sehen könnt, wie lange dauert das Projekt überhaupt. Ja, da ist ein bisschen Unregelmäßigkeit, dann gleiche ich das aus. Gehe ich auf die andere Seite, fixiere das Leder wieder. Ihr könnt da natürlich auch Klammern dran machen. Ne? Also hier so Wäscheklammern oder diese Klammern, die man hat, wenn man Näherin ist. Ich finde meine nicht wieder. So, jetzt gehe ich wieder. Molly war auch kurz da. Geguckt, was ich hier mache. Uninteressant geht sie wieder. Jetzt schneide ich das. Ihr seht, das ist ein bisschen mühselig. Aber handgemachte Sachen sind immer mühselig. Naja, nicht immer. Aber dafür machen sie auch Spaß. Und du bist total happy, wenn du es fertig hast. Jetzt gucke ich nochmal. Passt. Weil das ist die linke Seite vom Beutel. Also die siehst du hinterher sowieso nicht mehr, weil die natürlich zusammengenäht wird, nicht wahr? So. Gleich habe ich es. Ihr seht also, mit so einer Schere und vor allen Dingen mit so einer Billigschere dauert es ein bisschen. Aber meine Stoffschere nehme ich nicht. Weil die wird dann nämlich stumpf und ich kann keinen Stoff mehr damit schneiden. Das packe ich zur Seite. So, jetzt habe ich hier mein Rechteck. So, das muss pflegen, alles klar. So sieht das jetzt aus. Hier sehe ich, habe ich schief geschnitten.
Könnte ich jetzt noch ein bisschen begradigen, werde ich auch tun. Soll ja perfekt sein, nicht? Wollen ja nicht so einen krummen Kram haben. Darum lege ich meinen Lineal nochmal rechtwinklig an. Zeichne darunter. Ihr seht, ist auch mit Fails. Kann man mal sehen, wie krumm ich geschnitten habe. Aber ich bin auch kein guter Schneider. Das heißt, ich kann nicht gut schneiden und schon gar nicht gerade. Ich kann besser gerade nähen. So, es geht natürlich mit einer Lage auch sehr viel besser als mit zwei. Das wollen wir nochmal kontrollieren. Jawohl, das sieht gut aus. So, das ist jetzt schon mal fertig. Und jetzt brauche ich meine Lochstanze. Und zwar möchte ich oben diese Löcher, wo ich das Band später durchziehe, stanze ich in die obere Linie des Beutels. Das mache ich von rechts. Also ich überlege mir jetzt, wo, auf welcher Höhe möchte ich diese Löcher gestanzt haben, in welchem Abstand. Weil ihr seht, ihr so viel braucht es nicht. Also alles easy peasy. Und die sollen ziemlich groß sein, weil da ja auch ein größeres Band durchkommt. Und deswegen nehme ich eine ovale Form. Ich zeige euch das mal. Ich setze jetzt nicht in der Mitte, sondern ein bisschen neben der Mitte, ungefähr hier an. Und stanze mir direkt ein Loch rein. Es geht manchmal nicht ganz gut ab. So, seht ihr? Da habe ich das Loch. Und so mache ich das jetzt auf der anderen Seite auch. Und das mache ich auch Pi mal Daumen, weil ich glaube nicht, dass die im Mittelalter mit einem Zentimeter oder Millimeter Maß bei der Arbeit waren. Oh, es knackt einmal. Sondern wirklich auch ein bisschen improvisiert haben und haben dann halt alles so angepasst, wie sie es brauchen. Und das finde ich ganz gut. Und so eine Stanze ist für mich jetzt auch ganz gut, weil ich auch Schuhe nähen will. Und darum habe ich mir die besorgt. Aus keinem anderen Grund. Das messe ich nochmal. Könnt euch das natürlich auch markieren, wo ihr eure Löcher hinmachen wollt. Ja. So. Jetzt da noch eins. Ich mache das so Pi mal Daumen. Und damit es auf der anderen Seite genauso wird, drehe ich das jetzt um, nehme wieder mein Edding und markiere mir da die Schnitte, dass es ungefähr ein Maß hat, also nicht so ganz doof aussieht. Und da seht ihr die. Und da knipse ich jetzt auch. Komm, schon stumpf oder was? Na, das will nicht. Das probieren wir jetzt von dieser Seite noch. Aha. Und dann mache ich mir die Löcher frei. Die brauchen wir erst später wieder, aber ich mache die lieber vorher rein, bevor ich anfange, die Tasche zusammenzunähen. Es hat sich herausgestellt, dass das einfacher ist, weil wenn die Tasche zusammengenäht ist, dann wird es ein bisschen fummelig. So, die Stanzlöcher sind frei. Alles schick, das kann zur Seite. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt wird es noch fummeliger, ihr Lieben. Weil hier wird das jetzt übereinander gelegt. Und jetzt empfiehlt es sich eigentlich, das hier und hier und hier zu fixieren. Ich habe jetzt aber nichts zum Fixieren da, weil jetzt kommt nämlich die Ahle zum Einsatz. Und das ist schon recht anstrengend. Darum bin ich dazu übergegangen, das Leder einfach zu legen. Und unterhalb dieser Löcher fange ich an, mir Löcher mit der Ahle zu stechen. Und zwar, seht ihr, was ich mache? So einmal ganz durch. Da ist das Loch. Weil die Nadel, die ich habe, hier,
Die muss plus Faden da durchpassen. Ja? Und das mache ich jetzt im Abstand von 1 Zentimeter bis unten hin. Ihr seht, das ist ein bisschen knibbelig. Wenn ihr da keine Lust oder Kraft für habt, lasst das euren Mann machen. Weil das ist ja auch im Mittelalter ein Männerberuf gewesen, mit Leder zu arbeiten. Das haben die Frauen dann eher weniger gemacht. Insofern ist es auch nicht schlimm, wenn ihr das jetzt nicht hinkriegt. Weil auch für meine Hände ist es recht anstrengend, aber ich kann da einigermaßen mit umgehen. Und gut ist, also ungefähr immer 1 Zentimeter, na, damit wir die Tasche auch vernünftig zusammennähen können, nicht wahr? Das mache ich jetzt mal fertig auf beiden Seiten. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr ungefähr parallel die Löcher dann auf der anderen Seite auch setzt. Und hier genau das Gleiche. Ich bin gleich wieder da. Ihr Lieben, der nächste Schritt. Wir haben jetzt die Löcher mit der Ahle dort hineingestochen. Eben habe ich ja das schwarze Garn in der Hand gehabt, aber damit ihr besser sehen könnt, was ich tue, nehme ich jetzt hier das gelbe Garn, weil das macht das ein bisschen deutlicher, was ich vorhabe. Schneide mir ein gutes Stück ab, sodass ich beide Seiten damit hinbekomme. Fädle mir das ein. Na, komm, so. Mache hier einen schönen fetten Knoten rein. Übrigens habt ihr eure Hände jetzt ein bisschen entspannt, nachdem ihr mit der Ahle gearbeitet habt. Ich ja, weil es ganz schön anstrengend. Das sieht immer so leicht aus, wenn man das sieht. Aber das ist gar nicht leicht. Da ist der Knoten. Und jetzt geht's los. So, Faden bereit. Ihr legt euer Stück übereinander. So, jetzt wollen wir mal schauen. Jetzt habe ich hier mein erstes Loch und auf der anderen Seite hoffentlich auch. Bisschen unterschiedlich. So, ich gehe aber nicht mit der Nadel ins erste Loch, was hier ist, sondern ins zweite Loch, weil wir jetzt einen Rückstich machen. Das heißt, ich gehe in das zweite von hinten und in das zweite von vorne, ziehe den Faden durch. Der Knoten hält auf der anderen Seite. Dann drehe ich mir das um. Und jetzt gehe ich in das erste Loch, von oben rein und gehe so durch und ziehe das ein bisschen fest. Jetzt gehe ich hier unten durch, über den Knoten rüber in das nächste Loch. Seht ihr, was ich meine? Ne? Moment, so. Ziehe das ein bisschen fest, so sieht es jetzt von unten aus. Drehe es wieder um und dann gehe ich wieder zurück, ziehe es nach unten und ziehe es fest. Ja? Und jetzt gehe ich hier wieder rüber, gehe von unten da rein und komme oben wieder raus. Also ihr geht immer einen Schritt vor und einen Schritt zurück, dann wieder hier rein. Oh, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, aber ich glaube, das kann man einfach auch sehen, was ich tue. Wieder ein bisschen festziehen. Wenn es sich wölbt, macht er das so ein bisschen wieder egal. Und jetzt habe ich hier, glaube ich, ein Loch vermisst. Nee, habe ich nicht. Und gehe wieder da rein. Na komm. Jawohl. So. Und wieder dadurch, wo ich schon war, ziehe das wieder ein bisschen fest und so sieht das dann aus. Ich kann euch das bei dem anderen Stück noch mal zeigen, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Und zwar so, da habe ich einen doppelten Faden genommen, habe aber hinterher gemerkt, dass man das gar nicht braucht, weil der Faden wirklich sehr, sehr stabil ist. Das mache ich jetzt erstmal fertig und wenn ich beide Seiten zusammengenäht habe, melde ich mich wieder. Die
Nähte haben wir fertig. Mir war das mit der Ahle etwas ungleichmäßig, aber spielt keine Rolle. Bei dieser Naht ist es ein bisschen besser. Ihr seht, ich habe hier hinten jeweils oben an der Öffnung mehrmals da durchgenäht und den Faden ein bisschen verriegelt. Aber das ist so insgesamt die stabilste Naht, die man mit der Hand überhaupt nähen kann. Insofern seid ihr da wirklich auf der sicheren Seite. Jetzt drehen wir das Ganze mal um und schauen uns an, wie es von außen aussieht. So, da sieht man jetzt die Naht. Wer das natürlich in dem gleichen Ton haben möchte wie die Tasche, damit man es nicht so sieht, der nimmt natürlich ein unauffälligeres Garn. Ich habe es jetzt genommen, damit ihr das sehen könnt. Und so sieht die Tasche jetzt aus. Hier habe ich ja dieses Stück Leder, was nicht so schön ist. Also habe ich mich entschieden, dass das vorne ist. So, Leder arbeitet noch ein bisschen. Das heißt, ihr könnt wieder noch ein bisschen knatschen oder wie auch immer. Also so sieht die Naht aus. Und ich finde, das ist recht ordentlich. Und wenn man, ich mache diese Ecke immer nicht raus, weil wenn ich die hinstellen möchte, ist das sowieso besser, wenn die Kante nicht nach vorne ist, so wie hier auch. Das könnt ihr ganz gut sehen, ne? Dann ist das optisch einfach ein bisschen schöner. Jetzt machen wir ganz einfach das Band oben rein. Und dann nehme ich wieder das schwarze Wachsband. Ich habe mir hier vorne so eine Schlaufe gemacht. Ich habe das zweifädig gemacht. So. Und hier hatte ich drei, aber da habt ihr am Anfang gesehen, da vertödelt sich das. Dann nehmen wir dann lieber nur zwei. Und da ist die Schlaufe. Das ist meine Rückseite, weil das Leder nicht so schön ist. Das ist meine Vorderseite. Und ich fange bei dem Loch links von der Mitte, hier ist die Mitte, links davon, von unten an. Weil wenn ihr die Löcher so macht, nein, Quatsch, von oben, da ist das dann wieder, oh, jedes Mal mache ich es falsch. Aber ihr seht, manchmal denkt man halt auch doof, ne? Weil bei der Lochanzahl, die ich jetzt habe, kommt ihr nämlich bei dem Loch auch wieder raus. Das heißt, ihr habt dann beide Bänder, so wie hier, habt ihr dann vorne und dann kann man das auch vernünftig zusammenbinden und alles ist schön. Wenn ihr jetzt Angst habt, dass euch dieses Band durchflutscht, klebt es euch mit Tesafilm vorne fest und schon funktioniert's. Also auf geht's, einmal rum. Komm, Fifi, sträub dich nicht. Dann drehe ich das und dann wieder von oben durch. Also immer schön abwechselnd. Oben, unten, oben, unten. Dann kann nicht viel schief gehen. So. Ihr seht, das erklärt sich ja alles schon von selbst, mehr oder weniger. Jetzt komme ich da wieder von oben. Hier komme ich von unten. Und da habe ich beide Bänder und damit ungefähr gleiche Länge herrscht, ziehe ich das andere ein bisschen durch. So. Ich habe mir übrigens die Ecken so ein bisschen abgerundet. Das habt ihr gesehen beim Schnittteil. Ne? So ist die Öffnung. Hier habe ich das nicht getan. Hier liegt das Leder so übereinander. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich runde das ein bisschen ab, weil irgendwie sieht das ein bisschen schöner aus. So, und jetzt könnte ich das so lassen. Und ziehe meinen Beutel zu. Das heißt, mache hier so einen kleinen Knoten. Ziehe ihn zu. Mache eine Schleife. Und fertig ist es. Ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, ein Lederband neben oben durchziehen. Und dann formt ihr euch das so ein bisschen hin, wie ihr den Beutel wollt. Ne? Und schon ist er fertig. Bei dem hier habe ich jetzt einfach nur einen Lederstreifen genommen und habe mir hier hinten den an die Schlaufe gemacht, damit ich ihn mir an den Gürtel hängen kann. So. Und damit vorne dieser Knoten nicht durchläuft oder durchzieht, wenn ihr mal zu dolle zieht oder was auch immer, habe ich mir hier halt so Bommeln dran gemacht. Das könnt ihr hier auch machen. Aber im Allgemeinen passe ich ein bisschen auf und dann habe ich das Problem nicht. Und so habt ihr euren kleinen Mittelalterbeutel fertig. Ihr könnt euch natürlich auch hier an der Seite noch Henkel annehmen. Macht ihr genauso mit der Ahle Löcher. Näht den fest von innen.
und habe dann da Taschengriffe oder was auch immer dran. Und das ist die einfachste Art und Weise, so einen Beutel zu nähen. Und ich finde, der sieht auch ganz süß aus. Und ja, mag ich. Könnt ihr ja auch alles aus Kunstleder machen. Also nichts ist ein Muss, alles ist ein Kann. Und jetzt habt ihr mal gesehen, für so einen Beutel habe ich jetzt im Schnitt dreiviertel Stunde, Stunde. Ja, also braucht ein bisschen Entspannung für die Finger, weil es doch recht anstrengend. Aber das sind jetzt meine beiden Beutel und ich freue mich sehr darüber, dass ich sie habe. Und ich denke, ich werde die auch im Alltäglichen gebrauchen, weil ich finde das richtig gut. Ob ich die jetzt als Kosmetiktasche nehme, ob ich mir die einfach an einen Jeansgürtel hänge, also ich habe Jeans an Gürtel und dann hänge ich mir die da dran mit so einer Schlaufe oder eben bei meinem Mittelalterkleid an den Hüftgürtel. Über das Kleid, über den Gürtel, über das ganze Projekt werdet ihr in einem gesonderten Video noch mehr erfahren. Ich hoffe, euch hat die kleine Anleitung Freude gebracht und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Macht es gut, ihr Lieben. Tschüss.